Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe zwar gesagt, jeden Sonntag kommt ein neues Video, aber das war in letzter Zeit irgendwie ein bisschen schwierig. Aber da wir ja jetzt sowieso in den Quarantänen sitzen, habe ich Zeit, ein bisschen was vorzuproduzieren und hoffe, dass jetzt in nächster Zeit wieder regelmäßiger sonntags ein Video kommt. Genau, wer es von euch noch nicht gesehen hat, mein letztes Video war ja das Contouring à la Kardashian Video, inspired by der Vox-Serie Let's Glow, für die ich ja anfangs auch angefragt wurde, dann leider nicht genommen wurde, weil ich als professionell gelte. Deswegen wollte ich ja ein paar Looks davon nachschminken, meine eigene Interpretation quasi darlegen. Ihr habt auf Instagram abgestimmt und unter anderem waren auch Rainbow Eyes dabei. Und das mache ich heute. Um ein bisschen Zeit zu sparen, dass das Video nicht wieder ganz so lang wird und da ich auch nicht wirklich neue Produkte zum Testen hatte, habe ich meine Base und meine Augenbrauen schon mal soweit gemacht. Das Motto ist Rainbow Eyes. Ich habe hier zwei Paletten, die ich hauptsächlich benutzen werde. Und das sind einmal die Ultimate Shadow Palette von NYX 04 Brights. Und als kleine Ergänzung noch die NYX Ultimate Edit Palette, auch in 02 Brights. Das sind einige Farben, die es auch aus der größeren Palette gibt. Allerdings sind die hier einfach ein bisschen besser pigmentiert. So, ich habe euch mal ein bisschen näher rangeholt. Zuerst will ich mal eine Transition Color aufs unbewegliche Lid setzen. Dafür nehme ich ausnahmsweise mal von BH Cosmetics die Digital Future Palette. Die habe ich ganz... Oh mein God, look at this. Da werde ich jetzt nur eine Transition Farbe rausnehmen, weil die wollte ich in einem separaten Video mal nochmal genauer testen. Und ich gehe in die... Farbe hier unten und gebe das einmal ganz leicht mit dem Blendepinsel über mein unbewegliches Lid. Oh, Lidschattenpaletten aufkriegen mit künstlichen Nägeln. Helga, lass die Palme. Friss die Palme nicht ab. Helga. Runter. Ein kleiner Frechdachs. Okay. Weil es Rainbow Eyes heißt, will ich natürlich auch unbedingt die Farben von Regenbogen in der Reihenfolge einhalten. Wir merken das immer so, ich habe mal ein Lied gehört, da ging es so: Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Purple, Pink. Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Purple, Pink. It's a rainbow, it's a rainbow, a beautiful rainbow in the skies. Okay, und an dem Lied, da erinnere ich mich, das ist meine Edelsbrücke. Okay, also fangen wir quasi erstmal an mit Rot. Da ich will, dass das schön intensiv wird, nehme ich mal so einen eher festgebundenen Pinsel. Der ist von Beauty Bay und nennt sich Hey Shorty. Ah, ja. Ich habe einen schönen Rotton in der Off-Tropic Palette von NYX gefunden, und zwar den hier. Und den gebe ich mir jetzt erstmal aufs unbewegliche Lid in. Ich versuche das gleich mal so ein bisschen mit auszublenden. Edit Palette, diesen Ton hier, und gehe gleichzeitig bei der großen, bei der Ultimate Palette nochmal in den hier und vermische es so ein bisschen. Und ich verblende das auch immer noch mal schön mit der vorhergehenden Farbe. Elfriede, Madame, was ist dein Problem? Lass den Vorhang in Ruhe, ohne Scheiß. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren für Awkward Cat Content. Die sind in jedem Tutorial mit dabei. Herr Friede fängt an, rollig zu werden. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber das jede Nacht 10-mal schlimmer, alle 2 Stunden. Dann nehmen wir jetzt unser Gelb. Und zwar gehe ich jetzt wieder in diesen Ton und mische dazu, aber diesmal aus der Ultimate Palette, diesen Ton. Nehmen wir jetzt ein Grün. Und dann nehme ich aus der Edit Palette das Grün hier, das finde ich ganz hübsch. Und gebe das in hier außen und wing das auch so ein bisschen aus. Dann werde ich jetzt erstmal eine Cut Crease ziehen. Nehme ich da den Multitasking Master von Beauty Bay und den Canster Bonster Concealer von NYX in der Farbe 01 Pale. Die Cut Crease ist done und jetzt muss ich die erstmal setten, damit die Farben nicht fleckig werden. Da gehe ich wieder in die Digital Future Palette von BH Cosmetics und nehme diesen hellen matten Ton hier oben. In den beiden Paletten ist hier ein Blauton, der ähnlich ist, deswegen nehme ich den natürlich aus der Edge-Palette, weil die besser pigmentiert ist. So, Purple Bitch. Ich brauche ein schönes
lila. In der Off-Tropic-Palette gibt es zwei lila Töne. Das ist auch so ein Aubergine-Ton, aber ich weiß nicht, ob der mir auch zu dunkel ist. Ich glaube, ich nehme mir diesen Bright-Lila-Ton. Also die Off-Tropic-Palette ist auch so geil pigmentiert, ohne Scheiß. Also für die Preisverhältnisse ist sie geil pigmentiert. Also jetzt nicht wie High-End, aber bei der Qualität heißt es ja, dass man die Lidschatten dann auch besser aufbauen kann. Obwohl bei Lila ist es immer so eine Sache, das ist eine schwierige Farbe. Aber man kann sanft anfangen und dann immer noch mal drüber gehen. Dann ist jetzt nur noch das Pink an der Reihe. Ich glaube, ich nehme mal den Sketch It Out von Beauty Bay. Also aus der Ultimate Palette ist jetzt kein Pink, was mich wirklich anspricht. In der Edit Palette, ja, ich habe eher ein Auge auf das in der Off-Tropic Palette geworfen. Das ist schön intensiv und das knallt rein, Junge. Okay, das ist jetzt sehr bunt, aber ne, logisch, Regenbogen. Aber da das jetzt so bunt ist, habe ich das Gefühl, dass ich am unteren Wimpernkranz irgendwas Nudiges brauche. Das ist halt das Motto, dem Motto entspricht, aber dass es trotzdem irgendwie tragbar ist und schön aussieht. Aber da gehe ich jetzt einfach in die andere Off-Tropic Palette von NYX rein. Und gehe hier außen, also am Innenwinkel und am Außenwinkel mit dem helleren Braun rein und blende das dann in der Mitte in dieses dunklere Braun. Clap your hands, if you believe. Hier passiert ja jetzt schon ganz schön viel. Deswegen werde ich jetzt einen Highlighter nehmen, der eigentlich einfach nur weiß ist. Dann nehme ich den Strike Out Pinsel von Beauty Bay. Der ist auch wie der Sketch It Out, nur halt nochmal kleiner, und gehe nochmal in die Digital Future Palette von BH Cosmetics und nehme diesen hellen Schimmerton hier. Und damit gehe ich noch unter meine Augenbrauen. Und ich glaube, damit werde ich auch mein restliches Gesicht highlighten. Ich gehe hier jetzt nochmal mit Concealer lang, um das ein bisschen schärfer zu machen, und probiere mal mit schwarzen Eyeliner. Ja, das war übrigens der Liquid Eye Designer von Make-Up Factory. Ich habe eigentlich irgendwie Bock, noch was mit dem weißen Eyeliner zu machen, aber ich weiß nicht. Dann tusche ich meine Wimpern jetzt erstmal. Und zwar nehme ich dafür die On The Rise Volume Lift Mascara von NYX. Ich mache noch den NYX 4 Whites Kaya Stifte 05 Baby Powder drauf. Der ist so pastellblau. Jetzt würde ich, glaube ich, Lashes kleben. Ich nehme die Wicked Lashes von NYX im Style 07 Scandal. So, die klebe ich mir schnell auf und dann bin ich gleich wieder da. So, die Lashes sind jetzt auch geklebt. So, dann prime ich meine Lippen erstmal, und zwar mit dem Make-Up Factory Beautifying Lip Primer. Na, ich glaube, das ist ganz gut. Der Powder Puff Lippy in der Farbe von 01 Cool Intentions. So, jetzt quasi nur noch Setting Spray. Und da habe ich ein neues. Und zwar das Hydra Matte Fixing Spray with Hyaluronic Acid und Vitamin E von Revolution Pro. Das ist nicht so fein sprühig, sondern man gibt eher so grobe Spritzer. Das ist gewöhnungsbedürftig, weil man das Gefühl hat, das Gesicht ist dann komplett nass. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Das ist meine Interpretation vom Thema Rainbow Eyes, inspiriert von der Vox-Serie Let's Glow. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Look findet. Ja, definitiv kein Alltagslook, aber bringt ein bisschen Farbe in die Welt. Gerade in der jetzigen Situation können wir das, glaube ich, ganz gut gebrauchen alle. Wenn euch der Look gefällt, dann auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren unbedingt und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bye!